Was ab, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 News Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, es gibt mal wieder Neuigkeiten rund um Black Ops 4, und zwar haben wir gestern unverhofft ein kleines Update bekommen, in dem aber wirklich neue, interessante Sachen hinzugefügt worden sind und auch ein paar kritische Sachen, wo ich mich mal wieder ein bisschen drüber aufregen muss, aber naja, falls ihr alles wissen wollt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. Ja, eine lange, lange Zeit haben sich Spieler von BO4 endlich mal ordentliche Statistiken gewünscht, also eine richtige Kampfhistorie, detaillierte Statistiken, wie wir sie auch in anderen CODs natürlich auch hatten. Treyarch hat das Ganze natürlich auch schon sehr, sehr früh angekündigt, nämlich genau zu Release haben sie gesagt, dass in ein paar Wochen diese Historien, diese Statistiken hinzugefügt werden. Sie sind aber nie gekommen, aber Freunde, jetzt ist es endlich soweit. Wir haben jetzt eine sehr, sehr detaillierte Kampfhistorie bekommen, wo wir alle Statistiken von uns ablesen können. Das heißt, wie viele Kills, wie viele Headshots, wie ist unsere Genauigkeit für jede einzelne Waffe, alle möglichen Statistiken zu den Spezialisten, die wir benutzen, alles Mögliche zu den Ausrüstungen, zu den Score-Streaks. Einfach alles, was ihr euch vorstellen könnt, wurde getrackt und wir haben das Ganze jetzt als Statistiken. Aber Freunde, und jetzt kommt wirklich das große Aber. Das Ganze ist nicht im Spiel. Ihr werdet das vielleicht schon gemerkt haben, im Spiel hat sich da nämlich überhaupt nichts geändert, sondern diese ganzen Statistiken, diese ganzen detaillierten Sachen, die ganze Kampfhistorie ist jetzt in der offiziellen Call of Duty Companion App. Das heißt, das Ganze ist versteckt in einer App, die ihr euch für euer Smartphone runterladen könnt, aus dem App Store oder aus dem Play Store. Und dort haben wir dann die ganzen Statistiken. Ja, Freunde, meine Meinung dazu, ziemlich minderwertiger Move eigentlich. In jedem anderen COD war es bisher so, dass die Statistiken natürlich ganz normal im Spiel drin waren. Das heißt, man hatte einen extra Menüpunkt, dort ist man draufgegangen und dort waren dann alle Details, die man haben wollte. Jetzt hat sich Treyarch einfach mal gedacht, wir packen das Ganze in eine App rein, um vielleicht noch die Downloads von dieser App zu erhöhen, das Ganze noch zu monetarisieren. Solche Apps werden ja meistens durch Werbung monetarisiert. Das heißt, Treyarch und Activision haben jetzt sogar einen Weg gefunden, die Statistiken zu monetarisieren. Von einem Business-Standpunkt natürlich ein sehr, sehr guter Move von denen. Aber für uns Nutzer ist das Ganze natürlich eher minderwertig. Wer holt denn sein Handy raus, muss extra eine App öffnen, um dann seine Statistiken in einem Spiel zu sehen, dass er eigentlich auf der PS4 zocken will oder auf der Xbox PC. Vor allem war es noch in BO3 so, dass man alles schön im Menü hat auswählen können und ansehen können. Aber Freunde, es ist nun so, wie es ist. Wenn ihr eure detaillierten Statistiken ansehen wollt, zu allen möglichen Dingen genaue Werte haben wollt, wie ihr so abschneidet im Spiel, was ihr vielleicht verbessern könnt, dann müsst ihr euch leider diese App runterladen. Meiner Meinung nach, wie schon gesagt, ein ganz schön unnötiges System, aber kann ja sein, dass es euch auch gefällt. Kommen wir aber jetzt wiederum noch zu einer sehr, sehr guten Sache, die hinzugefügt worden ist, und zwar hat Treyarch mal wieder auf uns gehört, Freunde. Nachdem wir den Abgespeckt-Modus bekommen haben, haben sich ja einige Leute beschwert, dass es keine Stim-Injektion für diesen Modus gibt und das Heilen einfach extrem lange dauert und somit auch das Gameplay verlangsamt wird. Jetzt gibt es aber ein Update, das das Ganze beheben soll. Es ist auch jetzt schon online im Spiel. Und zwar ist das Heilen im Abgespeckt-Modus jetzt schneller als vorher. Das heißt, nach dem Heilen habt ihr vorher 7,3 Sekunden gewartet, um nochmal heilen zu können. Das Ganze wurde jetzt reduziert auf 5 Sekunden. Also ist jetzt genau 2,3 Sekunden schneller als vorher. Ich denke mal, das ist schon mal ein Anfang und eine gute Änderung. Ich selbst habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Änderung schon gemerkt habt. Ich denke mal, 2,3 Sekunden sind schon sehr viel in so einem Spiel wie Call of Duty, wo es wirklich um Reaktionen und Schnelligkeit geht. Auf jeden Fall ein guter Move von Treyarch, direkt auf die Kritik zu hören und das Ganze zu verbessern. Ansonsten gab es nur noch ein paar Bugfixes, vor allem auf der Alcatraz-Map. Gab es ja ein paar Bugs, die sollten jetzt alle Geschichte sein. Und das wäre es dann auch eigentlich schon gewesen von dem Update, von dem minimalen Update, das wir bekommen haben und natürlich von der Kampfhistorie, die jetzt neu dabei ist, leider nur in der App. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und ihr könnt mir auch gerne heute wieder einen Daumen nach oben geben, falls euch dieses Video gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt rund um Call of Duty. Nächste Woche Dienstag sollte ja das nächste Update kommen mit dem nächsten neuen Modus. Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Ich werde natürlich sofort dann ein Video wieder raushauen. Und da wir jetzt wieder am Ende vom Video angelangt sind, werde ich natürlich wieder ein paar von euch grüßen, die unter das letzte Video Grüß mich geschrieben haben. Und falls du jetzt nicht dabei sein solltest, lass den Kopf nicht hängen, schreib einfach wieder in die Kommentare Grüß mich. Und ich werde versuchen, auch dich im nächsten Video zu erwähnen. Der erste Gruß geht raus an Ehrenmitglied Pascal Patzlaff. Ein weiterer Gruß geht dann raus an Kacknubbel Mods. Dann grüße ich noch Justin Ringsdorf. Und der letzte Gruß geht dann noch raus an Gash84. Dann bedanke ich mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sage ich mal wieder hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.